Ja, Mirko war doch ganz vorne und fing auch. Schicken wir was los, dann Lachgas alle. Ich muss hier in die Box ran, die... Ach so, dann geh nochmal. Nein. So, ich fahre Schlangenlinie auf der Geraden, ne, für euch. Damit da keiner vorbeikommt. Das wird jetzt witzig. Weaving on the straight. Boah, hallo, ja, Randy. Mirko, ernsthaft? Hallo, <Martin. lacht> hallo, Mirko. Nein! So, oh, danke, Randy. Ich könnte wieder kurz hinterbleiben. Danke, Randy. Du fährst so, so unnötig, so eine unmögliche Linie. Ich fahre über die Mitte der Straße, was? So. Nein! Oh, Randy, da könnte jetzt keiner was will. Ach, und das in der letzten Runde. Und ich war so gut dabei, endlich mal ein. Also ganz ehrlich, Randy, selbst ich hab dich vorgestern vermisst. Das ist nur los. Ich hab keinen Sprit mehr. Ne? Aber es kann doch nicht sein. Randy, als du mich überholt hast, da war ich doch schon in der sechsten Runde. Da hab ich mich so verguckt, ich hab keinen Sprit mehr. Yeah! Einmal bin ich es nicht. Yeah, Jungs. Sonst verrechne ich mich immer um eine Runde. Ja, aber jetzt ohne Scheiß, ich gehe, ich gucke fünfte Runde, es geht in die sechste Runde rein, ne, so, ich so, ah, Ziel, Start-Ziellinie, ne, er zeigt mir die Rundenzeit an, ich so, oh, super, und gib dann Vollgas. Ja. Ich hatte 1,2 in der letzten Runde. Und auf einmal hast du nur noch 0,4. Ja. So. Ach, nice. Ich kenne das. 0,0. Ich muss mal gucken, die Hose wechseln, ja? Ja, genau. Ja, damit du eine trockene hast nachher für Daytona, ne? Das war gerade eine braune Kurve. Oh, das Ding ist so scheiße, Alter. Und das ist schon das zweite Rennen, ne? Weil sich so auf dem Podium wegschmeiße. Kotbraun. Mit dem blöden Spritverbrauch, ey. Die, wo bist du eigentlich? Du bist ja noch gar nicht in der Lobby. Nee, nee, ich konnte den Spritverbrauch einfach mal zugucken. Ach so, kommst du in die Lobby? Segment. Komm mal schön in die Lobby, darfst du ja auch eine Strecke wünschen, hast du Geburtstag. Oh. Okay, wenn ich mir eine wünsche, ja. Nee, nicht Nürburgring, Nordschleife. Nordschleife offen, GT3. Offen, GT3. So. So. Gut, du hast Geburtstag. Nicht erstmal als Basis. So. Och, da habe ich heute auch Geburtstag. Nee. Zu spät. Nein. Gibt nur einen Wunsch pro Tag. Ey, ich mache ein Foto von meinem Ausweis. Da habe ich morgen Geburtstag. So. Wisst ihr, was das Geilste ist? Mein Juniorchef ist Grieche, ne? Der hat, also die haben so mehr als Geburtstag ist für die so Namenstag. Quasi. Und er hat genau den Namenstag auf meinem Geburtstag. So, und von daher haben wir heute richtig die Sau rausgelassen. Als wenn ich einen Bremspunkt nicht finde, seid mir nicht böse. Sollen wir vielleicht den BOP doch drin lassen für dich? Nein, auf gar keinen Fall. Der ist aus. So. Aber dann machen wir ja, gucken wir mal, was passiert dann. Also dann bleibe ich doch noch ein Rennen, ne? So ein, zwei. Ich komme hier nicht mehr weg. So, das ist, Boah. Hier ist Schweine, echt. Ich hasse es. Ich hasse meinen Geburtstag, ne? Ohne Witz, ich feiere den nicht. Absolut nicht. Und deswegen bin ich heute auch arbeiten gegangen, mein Chef. Ach, nimm dir frei, geh Echo raus, aus. Geh feiern. Ja, dann so, wird jetzt aber kein Rennwunsch mehr, ne? So. Ja, ja. Ich glaube, G-Power kommt da gerade rein. Kann man mich wechseln? Echo aus. Echo, halt die Fresse. Boah. Achso, Alexa aus. Ey, sag das nicht zu laut, sonst reagiert gleich noch meine, Alter.
Heute will ich keinen geblasen kriegen, Alexa. Ist okay. Hey. Barney. Boah, Nordschleife bist du denn jetzt, Wahnsinn. Nützt ja nichts, ne? Ja, super, drei Runden, ich muss wieder tanken und... Denk an Benzin, ey, das ne? Muss ich auch, tanken muss ich auch, ey, komm. Also drei Runden ist sogar tanken eigentlich zu wenig, finde ich sogar. Aber ich sag nur aus dem Grund, weil erste Runde, guck mal, du startest, schaffst keine komplette Runde. Die zweite Runde geht dir der Sprit aus, da musst du reingehen und die dritte Runde kommst du auch, ist Boxenausgang. So. Du schaffst keine komplette Runde, quasi. So. Aber trotzdem... Doch. Pure Schikane. Wie doch? Na, da schaffst du eine komplette Runde. Nein. Na, keine schnelle, meint er. Einmal Outlap, einmal Reinlap, einmal Outlap. Genau. So. Nobody cares about that. Egal. So, ich gebe euch jetzt einen Insider. Mein real name ist Kai. Ne? Und es gibt ja so genau. Alter, dieses Dreckslied wurde immer Kai hat halt frei und trinkt sich ein Bier. Echo, Spiele von Finch, asozial, Kai hat halt frei. Boah. Kai aus der Kiste. Boah, jetzt kommt der nächste. Alter, hört jetzt auf, ey. So eine Vorlage darf ich mir nicht geben. Genau. Oh Kai. Oh wei Kai. Aha Kai. Oh mein Gott. So. Selber schuld. Aber Echo aus. Alexa aus. So. Nur ein kleiner Insider. So. Kai aus. Alexa, piepse wie ein Rückwärtsgang. Nein, bitte nein. Ey, ich höre gerade Kai piepsen, hört auf. Hörst den Kai piepsen? Piep, nee. Piep, 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 piep. Ja, gute Nacht. Der Rückwärtsgang ist bei mir nicht geöffnet. Danke fürs Zuschauen. Genau, 3 Sekunden. Dein Papa fährt 3 Sekunden. Mann, Boxenausgang, Alter, du kleine Drecksau. Ja, ausfahren, du musst rausfahren und darfst aber nicht rüberziehen. Du musst zum Ende ziehen, wenn die Linie ist. Die einfache Linie, nicht die Sonne. Großer, ich bin bis zu den Curbs ausgefahren. Dann hast du Mist gebaut, so wie ich jetzt. Aber nicht bei der Linie. Nee. Dann hast du Mist gebaut, okay. Darf ich nochmal das Piepen erinnern? Ja, Alter, Biertacker! Direkt wieder im Kopf drin ist. Komm, nein, fahr! Ist eh Boxen aus. Boxenrunde. Oh. Das Piepen ist nämlich jetzt weg. Weil Boxenrunde fahre ich eh mehr so ein bisschen weniger. Mehr so ein bisschen weniger. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Ciao. Ich hab zu viel Speed. Ciao, ciao. Ja, das heißt, ich wenn auch das wenn dritte Mal ist, ausgefahren, ne? Ich habe keine Boxenstrafe gekriegt. Geht los. Los. Cheers. Mahlzeit. Prösterchen. Oh, sehr
geschlossen, Alter. Da voll mit Metal, Alter, leck mich am Arsch. Metal, Leute. Edward, ich glaub, die Rosen kommen, du. Meine Frau ist nicht da. Sag Helga Bescheid, du. Der nächste Schnabel, es geht auf mich, ja. So. Kai gibt heute aus, hab ich gehört. Kai gibt heute aus. Das ist doch geil, eine Geburtstagsrunde über den Chef. Freie Getränkewahl heute, Kai. Nee, aber wäre ja vielleicht eine Idee, so, ne? Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man so eine Gruppendonation-Konto machen könnte, weißt du? Dass wenn irgend so eine Aktion ist, wo jeder drauf zugreifen kann, dann sag ich dann mal, dass jeder so einen Zehner überweist, weißt du? Alter, ich bin zu blöd zum Fahren. Also, das kann man nicht sagen. Ich hab jetzt keine Ahnung davon, so, ne? Aber ich wäre jetzt nicht... We have to concentrate. Ich wäre jetzt nicht abgeneigt, ne, so ein einspringen zu lassen, sag ich ganz ehrlich, aber wenn es dann euch allen halt auch erreichen würde. Ja, das ist das Problem. So. Ja. Ja, ja. F. Na eben. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Oh, je, oh, da komme ich. Dritte Liga. Da, ah, da komme ich nicht. Ah, ah, nee, sind noch zwei Liga. Ich bin da immer, wenn Rock hart ist. Ja, aber nächstes Mal komme ich dich besuchen und nächstes Jahr Rock hart. Also. Ja, dieses Jahr bei mir auch möglich gewesen. War tatsächlich in der Ecke. Gelsenkirchen, also, Schalke. Ja, sag das Wort nicht. Böses Wort. So. Ich schlage vor, wir fahren alle nach Berlin. Ja, gerne. Das kann nicht sein. Junge, ich hab Platz. Junge. Ich bin zwar selber ein Schalker Jungen, aber bin auch ein bisschen unglücklich, aber was will man machen, ne? Und dann machen wir bei Randy WLAN-Porten. So. So, nein, aber wisst ihr, wie ich meine? So eine, gibt's nicht irgendwie so eine... Nein, aber wisst ihr, wie ich meine? Gibt's nicht irgendwie eine Option, dass man so ein Gemeinschaftskonto hat und jede Donation, die... Ja, wenn jemand Geburtstag hat oder sonst was und ich gehe jetzt hin und würde 150 Euro drauf aufladen. Jeder könnte ein Fünfer runterladen und würde sein Bierchen davon bezahlen. Zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Du deine Apotheke 5 ab. Nee, aber war jetzt nur so eine Idee. Die Möglichkeit besteht, Patreon zum Beispiel. Oh, das schaffst du echt dann nur eine, nicht mal zwei Runden. Bei Twitch kannst du ja einen, gibt es ja Konten, da kannst du Geld einzahlen. Genau, so. Aber dass dann jeder darauf zugreifen könnte. Ja, das. Das geht ja nicht. Dass das gekoppelt ist vielleicht mit so einem PayPal-Konto oder so? Weißt du, und dass das dann aufgeteilt wird unter uns Männergruppe oder Männerrunde, besser gesagt. So. Das würde ich ganz cool finden. Ja, das wird halt schwer umzusetzen. Da müsste man es anspornen. Da müsste man es aufheben, bis irgendwann mal Community das ist. So, nicht, dass es nur einen erreicht. Zum Beispiel, du machst jetzt eine Donation für Zille, weißt du, wie ich meine? Sondern dass es uns alle erreicht. Ja, das müsste vielleicht Zille sich vielleicht ein Patreon-Konto oder wie auch immer irgendwie einrichten. Also wäre vielleicht mal eine Ansprache wert. Also die Idee finde ich nicht schlecht jetzt gerade. Ich sage jetzt mal vorsichtig, es ist ein Community-Treffen geplant. Aber ja, da steht noch wurde ja auch schon mal angesprochen. Wie, wo, was? Ne, aber davon ganz ab, so, weißt du? Zum Beispiel könnte man dann so ein Community-Treffen vielleicht auch selber unterstützen, weißt du? So, dass das jetzt nicht nur... Weißt du, wie ich meine? Mit so einem Konto, das geht. So, also, das würde ich ganz geil finden. Du brauchst ja bloß mal... Weil dann könnte man auch T-Shirts bezahlen oder sonst was. Weißt du, wie ich meine? So, von Männerrunde-Fanartikel zum Beispiel. Ein T-Shirt. Merch.
Merch. Ja. Ordentliches Merch. Du brauchst ja bloß mal, du brauchst ja bloß mal bei Twitch gucken. Twitch geht ja auch. Ja. Und da kannst du auf zum Beispiel, gibt es ein Patreon-Konto, da gibt es einen Künstler, der hat ein Patreon-Konto, da kannst du Geld einzahlen. Und so ähnlich könnte Sille machen und das Geld, was dann auf dem Patreon-Konto ist, könntest du dann verwenden für ein Community-Treffen. Zum Beispiel. Wieso habe ich denn... Achso, ich dachte gerade, da stimmt was nicht. Aber das Geld dann für Einzelne auszahlen, das ist dann schon wieder schwierig. Ja, ja, klar. Muss ja auch wieder steuerrechtlich abgerechnet werden und... Ja, steuerrechtlich vielleicht noch immer. Ja, doch, ich denke schon. Wenn das so Mini-Beträge sind... Ja, egal. Also ich bin selbstständiger Gastronom. Ich kenne Mini-Beträge. Wenn das Finanzamt was haben will, dann will das was haben. Gerecht werden vorbei. Aber ich glaube, da wird Zelle nicht mitmachen mit dem Auszahl dann begeben. Ja, oder wenigstens für so ein Community-Treffen, dass man dann irgendwie T-Shirts, weißt du, macht oder sonst was. Das könnte man machen, dass so. Man sagt, man sammelt Geld ein. So, wir sammeln als Community Gelder ein. Weißt du? Machen davon T-Shirts. Ja, mit einem geilen Logo oder so in der Hinsicht. Geiles Logo haben wir ja schon. Ja. Aber wäre schon cool, wenn man Community-Treffen macht. Da kannst du aber auch das normale Konto von Zelle nehmen. Wer macht den Junggesellenabschied? Nur geiler. Lieber auch. Nur es gibt wirklich was zu feiern. Oh, meine Frau schläft auf dem Weg, der hört das nicht. Ah, verlaut, habe ich Scheiße gebaut. War ja klar. Ich merk's gerade. Gerade. Ja. Da könntest du aber auch auf das normale Konto von Zelle nehmen. Wenn ja, aber so, dass nur dann abgesprochen ist, so, weißt du? Ja, ja, klar. Können wir ja auch so machen, wenn das verrechnen kann oder dann auch zum Beispiel, wenn du ja ein Community-Treffen machst, ne? Du kannst das sogar vom Finanzamt absetzen. So. Das heißt, du kannst schon mal ein paar Prozente. Oh, ich zu weit raus, ha? Weißt du? Kannst das du schon mal komplett wegrechnen. So. Ja, sicherlich. Aber ich kann jetzt hier einfach irgendwas beschließen und dann eine Zelle vor der Nase haben. Das funktioniert nicht. Nein, nein, das möchte ich ja auch gar nicht. Deswegen sag ich ja, ich würde das mit Zelle dann ganz klar absprechen. Ist jetzt nur so eine Idee, weißt du? Weil wir hatten damals... Ja, 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 ist alles richtig. Wir hatten damals zum Beispiel, ne? Also ich bin so ein Cash of Clans Zocker, ne? Damals gewesen. Und bei mir im Restaurant habe ich damals ein komplettes Community-Treffen stattfinden lassen und die sind von Hamburg gekommen, die sind keine Ahnung. So, ich habe die komplette Rechnung genommen und habe die einfach im Finanzamt abgerechnet als Community-Treffen. Ja, das funktioniert. Boah, Scheiße! Boah. Rechts, Dingman? Ja, boah. Ich hab du hast eine eigene Gastronomie, oder wie? Ja, was heißt eigene Gastronomie? Ich bin Barchef in einem griechischen Restaurant. Okay, also die Theke okay. Gehört mir und Essen gehört Koch. Wir teilen uns das, weißt du? Ach, cool. Deswegen bin ich auch immer nur so spät online. Ja klar, Gastronomie. Weil als Selbstständiger bist du selbstständig da. Ach, ihr macht da, habt da getrennte Kassen dann quasi für Essen und Trinken, oder was? Ja, ja. Aber auch cool. Ja, ungewöhnliches Konstrukt. Wie bitte? Ja, ungewöhnliches Konstrukt. Ja, aber ja, läuft aber gut, ne? Aber so warum nicht? Nicht verkehrt, ja. So. So, alles, was die Theke betrifft, gehört mir und alles, was das Essen betrifft und er meint, er muss ein 6-Sterne-Essen machen und für das und das verlangen, weißt du, wie ich meine? Ist ihm offen gelassen. Und genauso gehe ich hin und habe meine Tage, wie ich sag, zum Beispiel freitags mache ich Cocktailtag und Samstag mache ich Schnapstag, weißt du? Ja.
So, und dann habe ich auch meine Einkäufe so, zum Beispiel, dass man das ausgrenzen kann. Weißt du? So. Klar, gehst du hin, hast du dann Angebote, an dem und dem Tag gehe ich hin und kauf dann, keine Ahnung, 12 Kartons Wodka. Dann mache ich halt nächstes Wochenende Wodka-Tag. Cool. Im Angebot, so, weißt du? Und das Konzept, ich finde das geil. So, der eine macht das, der andere das. Gemeinsam mit einem Gebäude. Cool, da spart man sich im Prinzip die Hälfte von der Pacht. Alles. Alles wird geteilt im Endeffekt. Ne, auch wenn er jetzt mehr Gas verkauft oder braucht oder sonst was. Oder ich an dem Tag mehr Kosten habe für meinen Schnaps. Alles wird geteilt und man fährt seinen gemeinsamen Film. So, weißt du, das ist das beste Konzept, was man eigentlich feiern kann heutzutage. Also finde ich zumindest. Ne? Da gehst du in Zukunft zu Randy. So, ich sag ja selber, also mein... Ein bisschen weit weg. Ich sehe meine Zukunft nicht mehr hier in Deutschland, definitiv nicht. So, mein Traum ist eine Cocktailbar am Strand, ne? Das ist mein Traum, aber das kann man auch nur realisieren, wenn man genug Kapital hat. Und dass man dann keine Angst haben muss, weißt du? Ansonsten macht das keinen Sinn. Boah, Racecraft hat auch richtig Endtempo. Endzeittempo. Aber ich komm, ja, Jungs, ja. Ich komm, Alter, mitten durch, Jungs. Mitten durch. Und der Hase ärgert sich, dass wieder hinter mir hängt. Aber Chi, darf ich dich fragen, wie alt bist du? 35. 35, oh, okay. Also Jungspund. Ja, 9 Jahre jünger wie ich, ne? Ey, das Gesprächsthema hat man den Tag noch. Ja, das ist genau richtig so. Also, ich meine, was Besseres wie selbstständig kannst du eigentlich nicht machen. Ich meine, du hast viel Arbeit, viel Verantwortung, aber hier kann keiner im Prinzip nicht so versprechen. Ja, aber du bist auch für dein eigenes Einkommen zu... Weißt du? Ja. Genau. Ganz einfach, wenn es nicht läuft, ne, und du hast deine Umkosten, dann gehst du auch nur mal mit zum Beispiel 500 Euro nach Hause. So, ist ja, nicht so, dass du jetzt, oder dass ich zum Beispiel Geld scheffeln würde, weißt du, wie ich meine? Ich überlebe. Hier in Deutschland überlebe ich einfach nur, sag ich ganz ehrlich. Ja. So, ja, es macht keinen Spaß mehr. Ne? Dieses Gastronomie-Ding, sag ich dir ganz ehrlich, hättest du das vor 30 Jahren gemacht mit den Kassen, wie die geführt wurden und hast du nicht gesehen, so, weißt du, wie ich meine? Dann ist das noch was ganz anderes, aber mittlerweile, wie das läuft, Katastrophe. Ja, ich kenne das selber, ich war auch 5 Jahre selbstständig, ne. Mit auch einem eigenen Getränkemarkt. Ach, früher ist eine Brauerei ja, zu dir gekommen und hat gesagt, ja. Ey, hör mal, wir haben ein bisschen Überproduktion, hier hast du 100 Liter Bier mehr, Alter, mach damit, was du willst, Alter. Oh ja, und heutzutage sagen die, ja. Ey, wir wollen den und den Preis für Liter Bier, du kriegst nicht einen Cent mehr, du, für, selbst für Gläser bezahlst du heute. Früher war das Werbeartikel. Wenn du von den Brauereien gekauft hast, hast du, egal ob Bitburger, Kombacher oder sonst was, hast du jedes Glas umsonst gekriegt. Ja, aber heute, früher gehörte die Kneipe dir und nicht der Brauerei. Jetzt genau. Gehört die Kneipe der Brauerei so. Und die ist Brauerei gebunden. Früher konnte es aussuchen, da gab es einen ganz anderen Wettkampf noch. Ne? Ja. So. Beziehungsweise dann, nicht mal der Brauerei, sondern meistens gehört die irgendeinem größeren Getränke... Hersteller. Lobbyist oder... Ja, klar. Hier in Köln sind meist die Brauereien oder... Das sind Brauereien. Frauenbrunnen. Selbst bei uns im NRW-Bereich waren es immer die Brauereien, die jede Kneipe besessen haben, ob es Veltins ist, ob es Kombacher ist, ob es... Weißt du, wie ich meine? Ja, so. Und die diktieren dann halt entsprechend. Und die sagen, alles klar. Aber früher bist du auch hingegangen und hast dann von denen jedes Glas umsonst bekommen.
du hast jedes zweite oder dritte Fass umsonst bekommen, dass du verrechnen kannst für dich. Heutzutage verrechnen sie selbst einen Bierdeckel, die du bestellst und brauchst. Ja, genau. So. Und da musst du der Steuer erklären, warum du den Hahn erstmal 3-4 Bier wegschmeißen musst. Genau. Weil die es immer noch nicht raffen. Genau. Nach all den Jahren. So. Es ist nicht mehr so wie früher, dass so ein Bierwirt hingegangen ist und hat gesagt, okay, 30% versteuere ich und 70% nehme ich für mich. Die Zeiten sind absolut vorbei. Wer nichts wird, 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 haben wir früher gesagt. Aber. Ja, so. Also früher ging das, heutzutage nicht mehr. Und mein, wie gesagt, mein Traum ist eine Cocktailbar am Strand. Ding, ich spare Benzin. So. Dafür spare ich jetzt seit 15 Jahren und mich wird das locker noch 10 Jahre kosten. Aber danach wirst du mich hier in Deutschland nie wieder sehen. Selbst das Internet ist hier scheiße. Lacker, Grace. Bei mir ging gerade die VR-Brille weg. Ich hab einen Schluck Bier getrunken. Irgendwie dachte ich, das stimmt da nicht. Und das nicht kann passiert. Nicht sein, dass du selbst in, keine Ahnung, Venezuela, Alter, wo, keine Ahnung, das von mir aus das Kind meint, Alter, ich muss irgendwelche Steine meinen, Alter, ein besseres Internet hast hier als in Deutschland. Du fährst 20 Kilometer, hast eine Baustelle. Ja, und irgendwo hört der Film auf. Oh je, 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 Biertag da. Nein, nein, alles gut, fahr. Das geht doch nicht. Nochmal? Schmutzige Reifen, schmutzige Witte. Ja, ich muss aber auch jetzt in eine Box. Aber jetzt komm. Zieh los, Junge! Direkt 3 Sekunden weg. Oh! Micha, ich komme. Ja. Oh. Oh, Entschuldigung, ich hatte einen weggerutscht. Komm, geh. Ich muss auch ein bisschen Benzin sparen. Nein! Ja, ich bin ja. Oben auf der Kuppe 0,2 Liter. Aber mit 316, 317, 318, 319, 321, 24. Ui, 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 warum? Och, Menno! Ach komm. Ach komm. Ach komm. 3 Sekunden. Okay, ich bin im Film.
Welcher? Ja, also ja, die erste Ding so. Geht gar nicht. Das gleiche dann diese komische Kombi da. Da gibt es auch keinen Rhythmus irgendwie. Da gibt es nur auswendig lernen. Und oh. Irgendwie schon, ja. Und wieder 30 von ich habe keine Ahnung, warum man auch so. Ich auch, Rati, macht nicht was. Guck so aus, was du schaust. Du siehst ja auch gar nicht, sind durchgezogene Linien, zwei Stück. Ja, du musst ganz am Ende erst quasi in, wo der Knick beginnt. In da der Wand praktisch. Ja. Genau, hinter der Wand. Ne, okay, also ganz am Ende. Ja. Ja, ja, okay. Ey, Hase, come on. Das war jetzt unnötig. Ich meine die, ich meine den anderen Hasen, das Original. Der so original, okay. Ja, genau, ja. Mein ganzes Setup vom Auto okay. Ist für diese Strecke oh. Abgelegt, weißt du? Oh, das Ding, ich komme mir verdächtig nahe. Ja. Wie? Egal ob Abtrieb. Lass mal fahren, weil ich gestopft hab. Jetzt muss ich aber irgendwann muss ich jetzt mal. Ich hab nur noch Benzin. Ich komm von rechts. Oh. Bin nach zurückgezogen. Ey, da hast du geleckt hier. Das geht. Ey, ich hab dich überholt und zack, zack, springst du wieder vor mich. In Millisekunden. Das ist aber auch gemein. So, jetzt aber. Ach, komm voll. Also was ich euch sagen kann, Jungs, oder Männers, besser gesagt, die Druckstufe der Dämpfer. Sorry. Die Sorry. Höhe und wie viel Abtrieb du fährst auf der Strecke ist so entscheidend. Schnellste Runde, aber komm, Dingi, ich hol wieder auf, ich lass dich vor. Ja, geil. Quatsch, okay, spar dein Rennen, wenn du auch viel ausmacht, ja. War keine, Absicht. Die Strecke kennst. Also die Strecke kenne ich in- und auswendig. Ja, da hatte ich meine Probleme mit. Also ich fahre sie jetzt zwar auch schon mittlerweile sehr oft, aber... Also ich glaube, ich habe die meisten Kilometer auf der Strecke hier in dem ganzen Spiel. Ich vergesse immer wieder die ein oder andere Kurve, wie die ist. Und ganz wichtig ist hier bei Ranti, ne? Welchen Curb darfst du erwischen und welchen nicht? Ja. So, das ist echt unterschiedlich. Ja, die sind so schön hoch und man kann tief und... Was ich hier gelernt habe, gerade auf der zweiten Hälfte der Strecke hinter Karussell, sind ganz krass wichtig Einlenkpunkte. Ja, ja. So, wo du wirklich blind in die Kurve reinfährst und über die Curves fahren musst, sonst... sonst bist du langsam. Sonst bist du zu langsam. Oder du fliegst dann von der Strecke, ne? Ja. So, oder es gibt halt Curves, die darfst du nicht erwischen, ansonsten bist du zu schnell und drehst dich. Ja. Oder einfach eher bremsen. Ja. Aber es macht die Strecke aus, also mir macht sie schon verdammt viel Spaß, auch wenn ich sie nicht gut drauf habe, aber... Ja, für mich ist das die absolute Lieblingsstrecke. Also ich könnte jetzt eine Statistik sagen und die wäre, glaube ich, nicht gelogen. Ich habe 4.500 Kilometer hier drauf. Es ist halt einfach... Die Strecke ist verdammt lang. Du hast wirklich, du kannst mal in 2-3 Kurven eine Sekunde verlieren, holst aber in den nächsten 2-3 Kurven wieder 5 raus. Nein, das Schlimme ist, Ranti, du kannst in der ganzen Runde, ne, und mit Grand Prix-Strecke zum Beispiel, ne, so, kannst du dir deine ganze Runde innerhalb von 2 Kurven versauen. Ja. Du kannst alles richtig machen, jeder Scheitelpunkt, weißt du? So,
aber innerhalb von zwei Runden oder zwei Kurven kannst du dir die ganze Runde so versauen, dass das Spiel vorbei ist. Ja, das ist ja auch vollkommen normal. Die und Runde, das nennt man the Green Hell. Eine Runde ist, hast du natürlich, wenn du zum Beispiel Red Bull nimmst, in Formel 1 bist du bei einer 1-3, 1-5. Ja? Wenn ja. Formel 1 aussieht. So, machst du da einen Fehler? Ja, aber dann bist du immer noch bei einer 1-6, 1-7. Genau. Wenn du hier einen Fehler machst und du kommst hier aufs Gras oder du gehst in die Wand und du musst dann erstmal wieder auf die Strecke, dann verlierst du 3, 4, 5, 6 Sekunden. Die Streifen sind dreckig und. Also, ja. Und bei der Strecke ist es halt wirklich extrem schwierig als Sim-Fahrer. Wenn du selber fährst, ist es glaube ich wesentlich einfacher, weil du dann wirklich das Auto spürst beim Rausbeschleunigen. Das fehlt mir halt bei der Sim, ne? Also Simulation, dass du das Auto spürst. Oh. Dann ist es einfach, aber wenn du hier als Sim-Fahrer fährst und dann ungefähr so sieben Minuten komplett konzentriert und jede Kurve perfekt nehmen musst, da reicht eine Kurve. Du brauchst nur einmal scheiße in die Kurve reinzukommen, du verlierst sofort 2 bis 3 Sekunden auf die nächsten Kurven. Ist das so. Ist halt, genau so. Weil das ist, ne, du musst sie komplett fahren. Genau so. Du eine richtige Linie finden, wie du am besten rumkommst. Und wenn du einmal die Linie verlässt, ja klar, du hast natürlich wieder Möglichkeiten, das aufzuholen, aber nur wenn du die anderen Kurven auch scheiße gefahren bist. Wenn ist du aber schon mal gut hast. Bei der Menge Kurven, finde ich, ist es halt irgendwie auch so, dass du keine Runde gleich der anderen, ne? Nein, so. Absolut also du, doch. Du, ne, doch, ist, doch, wenn du die gleich, wenn du eine Linie hast, genau. Wenn du eine Linie hast, ich rede nicht von einer Ideallinie, wenn du jetzt die Ideallinie also, anmachst. Fragen wir mal die gute Frau Schmitz. Ich glaube, die hat halt, Gott hab sie selig, die hat aber tausende Runden auf dieser Strecke und ich sagte auch, keine Runde gleich der anderen auf diesem Ding. Nein, natürlich nicht, weil du nicht immer den Scheitelpunkt der Kurve gleich triffst. Musste nur nein, das hat damit nichts zu tun. Das könntest du schaffen, aber du hast Reifenverschleiß, du hast Spritverschleiß, du bist Umwetter, mal schneller, mal langsamer. Umwetteranzahl, ne? Aber genau. Im Grunde fährst du immer deine Linie. Ob du sie langsamer oder schneller fährst, spielt keine Rolle. Du fährst aber deine Linie und die Linie ist wichtig für die Kurvenkombination. Ja. Weil wenn du eine Kurve scheiße triffst, dann wirst du die nächsten 3, 4 Kurven auch nicht richtig treffen. Eben, ja. Das ist das Gleiche. Also jeder ist anders, weil du mal machst einen minimalen Fehler und der kostet dich 6 Kurven, die du plötzlich ganz anders korrekt hast. Ne, gerade hinten dann so die ganzen S's da, ne? Gran Turismo liebt mich gerade. Danke, ich habe Geburtstag. Strecken, dann bist du dann vielleicht 2 Sekunden langsamer als dein Kontrahent, aber du hast nur einen Fehler gemacht. Wenn du hier einen Fehler machst, dann bist du, oder umso länger die jeder Fehler tödlich. Ja. Du kannst sie nicht mehr gut machen, weil du bist ja die Runden, der andere, ne, dein Kontrahent fährt ja die Runden auch nicht schlechter. Das ist es halt. Ja, du musst korrekt auf die Fehler von Männer, auf die Fehler deines Vordermanns warten dann. Ne? So. Wobei du auf der Gran Turismo halt schenkt mir gerade ein 5-Sterne-Ticket. Aber trotzdem, ne, 4 Sterne. Wieder nach vorne kommen. Ne, 5 Sterne. Aber ich hätte, wenn du Geburtstag hast, musst du eigentlich ein Auto kriegen. Die sind ja keine Profi-Sim-Fahrer. Genau, oder so. Aber plus ein Auto. Die fahren hier 20 Runden ohne einen Fehler. Das kannst du knicken. Die fahren hier tatsächlich 2-3 Stunden. Ist so. Und sitzen da in ihrem Ziel drin, weißt du, und geben Gas. Da kannst du nicht drauf hoffen, dass du, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann bist du raus aus dem Rennen. So ein Kevin Estre oder sonst was, das ist wie in einem Film. Die sitzen da drin wie in Trunks. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So wie die, das geht auch nicht anders. Du brauchst, du musst dich hier... Also hier der Kollege, der den Rekord da aufgestellt hat, habt ihr das Video gesehen? Das war krass. Ne, der mit dem Porsche da diesen Rekord aufgestellt hat, ey, das ist unfassbar, ey. Der sagte auch, ich glaube, der war gar nicht der Jenseits von Gut und Böse, der hat irgendwie nur funktioniert und... Meinst du jetzt Real Life? Ja, Real Life, genau. Ja, das ist Kevin Estre. Ey, ja, genau. Unfassbar, oder? Ja, bei denen ist das Kurven abspielen, das ist fahren. Abspielen. Genau, das sind Werksfahrer. Die überlegen nicht mehr, das ist ein Automatismus, die du perfektioniert hast. Das ist, wie gesagt, du spürst ja auch das Auto, wenn du drin sitzt. Genau. Ist, also Kevin Estre oder so ein... So, keine Ahnung wer jetzt zum Beispiel, ne? Das sind alles Werksfahrer. Die machen nichts außer Autos fahren. Die sagen dir den ganzen Tag, okay, das Auto hat das und das. Das Auto braucht mehr Reifen, das Auto braucht mehr... Flanke, da weißt du, wie ich meine? Mehr Sturz, mehr das. Die beschäftigen sich mit nichts anderem.
Mit nichts anderem. Nee, das ist, ich sehe das anders. Also ich schätze mal 80% der Fahrer, die tatsächlich professionell Rennen fahren, weil das ist alles sehr kostenspielig, haben Sponsoren. Und das sind Fahrer, die gar nicht diesen Popometer haben, wie ein Niki Lauda oder ein Schumacher. Weißt du, wo die reingehen und sagen, ja, das muss geändert werden. Das ja, machen für sich selber. Und das ist genau. Leider tatsächlich so, dass die Ingenieure dem Fahrer vorgeben, mit welchem Setup sie fahren. Ja, aber also ich habe jetzt von Werksfahrer gesprochen, Rosa. Der zweifacher Weltmeister kann jetzt sagen, ich möchte, dass ihr den Sturz ändert. Ich möchte, genau, dass ihr die Aufhängung ändert. Genau. Na klar, das Hamilton kann zum Beispiel genauso hingehen und wie... gar nicht machen. Dann na, nein, nein, absolut Ingenieur, nicht. Bist du bescheuert? Das Auto läuft besser so, wie ich das sage. Genau. Ja, weil die das nur noch über Simulation, die lassen das tausendmal in der Simulation laufen und das ist das beste Setup. Ja, aber das ist sehr. Und dann merken sie, oh, fuck, der Asphalt ist ja gar nicht so, wie wir es eingeplant haben. Nein, nein, aber ich rede ja von Werksfahrer. Werksfahrer gehen ja anders vor. Weißt du, wie ich meine? Werksfahrer gehen ja so vor. Nein, nein, nicht Testfahrer, Werksfahrer. Du bist angestellt bei Mercedes, bei Ferrari, direkt. Jedes Auto, Porsche. Du kriegst jedes Auto zum Testen. Und du sagst genau diesem Werk, alles klar. Das und das würde vielleicht noch was bringen. Die testen das aus. Das sind Werksfahrer. Die werden von dem Werk selber bezahlt. Also ich weiß, dass zum Beispiel VW eigene Testfahrer hat, ja. Nee, nee, aber guck mal nach Werksfahrer, das ist noch was ganz anderes, glaub mir. Okay. Aber die fahren, ich bin fest der Meinung, dass die haben mit Fahrern in den Profiligen, da wo es wirklich um Geschwindigkeit, Le Mans oder sonst was, wirklich selbstständig ihr Setup einstellen können und sagen können, da die sich auch mit der Mechanik auskennen. Ja, klar, da gibt's eine Handvoll, gebe ich dir recht. Die sofort. Meisten setzen sich ins Auto rein, fahren und ja, ich nehme das, was ich habe und mache das Beste draus. Plus die meisten gehen dann hin und sagen zu dem Ingenieur, was sagt der Computer? Mittlerweile. Ja, so. Ja, ich sag ja, die gehen, ne? Auch bei der Formel 1, die ganzen Teams gehen, die lassen das nur durch die Simulation. So. Ja, ja, klar. Testen, immer durch die Simulation laufen, welche Strategie ist am besten, wie können wir besser fahren und. Dann kommen die auf die Strecke und dann plötzlich, oh, fuck. Ja, ja, klar. Sie in Nürburgring, Siehe einfach nur Formel 1 im Endeffekt. Ja, ich rede von Formel 1, wo sie plötzlich alle rausgeflogen sind in der letzten Kurve, wo es geregnet hat, weil sie den Asphalt neu gemacht haben. Hat eigentlich jeder von euch diesen Hybrid 21 GR10, den G-Power jetzt hat? Ich muss mal eben neu starten, weil wegen Benzin. Also ich habe keinen schnelleren, sage ich ganz ehrlich. Ne, deswegen frage ich, ob den jeder hat, weil wenn den jeder hat, könnte man ja jeder mit dem fahren, dann wäre es mal cool. Mit den R92, ja. Ach, den kriegen den 10, den habe ich nicht. Das sind alles legendäre, mit denen ihr fahrt, weißt du, so von daher deswegen, die... Ja. Da, also ihr seid euch gegönnt, ne, fahrt ruhig, ich fahr auch mit. So. Wobei dieser GR10 gar nicht mal so schlecht ist, aber... Soll ich mal den Treibstoff ein bisschen runter, sonst schaffen wir die 10 Runden so ganz kurz angezeigt. Also wenn du möchtest, Rantan, ich gebe dir sogar meinen Center. Ich habe ihn also auch. Also ich fahr mit meinem, ich habe keinen anderen. Welchen willst du fahren? Ja, den Gruppe C, den GR10 da, das Geschenkauto von den... Ach, den hatte ich doppelt, den konnte ich verkaufen. Du kannst mir ja schenken. Ja, geht doch nicht. Ja, oder so ein ja, Gruppe 1, Audi, was gibt's noch? Porsche, es gibt doch Audi, Porsche, Toyota. Wer hat noch so ein Gruppe 1 Fahrzeug? Also ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt einmal den Mazda 7-8, dann habe ich den sauber Mercedes 89, den 88er Porsche, den Hybrid 16er Porsche, Bugatti und halt diesen, den es jetzt als Geschenk gab. Ja, wie dann gesagt, ich also Männer, ich bin... den Mazda Element. Aber am schnellsten bin ich halt mit dem Mazda 7... 92. Ja, genau. Wie gesagt, sei euch gegönnt, fahrt mit was ihr wollt. Ach, den, also mit der Dicke. Ja. Nur ich selber hab nichts Schnelleres, weil ich bin noch nicht mal Level 50, Männers. So. Also wenn man ich kann noch nicht mal so einen Toastmotor machen. Ne?
Ja, so. Ihr Schweine. Aber für mich ist das so, Koch wenn die das... ab ins Bett. Ja, du hast keinen genau. Geburtstag mehr, jetzt ist vorbei. Ja, ja. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. So. Nein, aber ich komme nach Hause, fahre 2-3 Rennen und dann gehe ich pennen eigentlich so, weißt du? Und deswegen feiere ich das momentan auch mit euch so. Letztes Mal bis 3 Uhr, ich so, what the fuck, Alter, du musst wieder in 4 Stunden aufstehen, Alter, du bist am Arsch. Ach, bis 4 haben wir schon geschafft. Ach. Ja, ich kann nur noch dieses ja aber nicht, wenn du um 8 Uhr, spätestens 8.30 Uhr wieder auf der Arbeit stehen musst. Aber um nochmal auf die Werksfahrer zurückzukommen, siehe BMW, das Junior-Team. Ja, klar. Das sind alles Werksfahrer. Genau. Ja, klar. Die werden alle vom Werk BMW bezahlt. Dafür, dass sie lernen. Startnummer, die müssten 34 und 35 haben. Wenn mich nicht alles täuscht, sind da die drei. Zum Beispiel. So. Und das sind alles Werksfahrer. Die werden alle vom Werk bezahlt. Ja, ja. Und die machen nichts anderes. So. Was ist los, Rantan? Jetzt kommst du doch nicht mit. Winchatan! Der kommt, der Singi kommt, der geht an Wrestler Fest oben vorbei! Wie viele Runden fahren wir denn das Rennen? Überhaupt? 20. Ja, okay, dann brauche ich auf jeden Fall mittlere. Sorry. Fünf Runden mit den Reifen schon platt. Ja. Ja, aber ist egal, du kannst 10 Runden locker mit den Reifen fahren. Ja, ja kann ich auch. Ja, die fahren dann auch, wenn du ganz rot bist, weil ganz ohne ja. Abtrieb interessiert ja eh nicht hier. Ranta! Ja. Buh! Yeah. Buh! Hui Buh! Ich würde gerne wissen, wie schnell ich fahre. Guck mal, Tacho. Ich habe jetzt 360 drauf. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich habe keine Geschwindigkeit. Anzeigeschweife, ja. Ja, du hast so in dem Auto gibt's keine Anzeige? Nein. Echt nicht? Ich habe hier alles, aber nicht das. Das ist ja auch interessant, sag ich mal. Deswegen sage ich ja, mit VR2-Brille hast du auch Nachteile. Du siehst nie, wie schnell du bist. Zum Beispiel bei Gruppe 3 mit dem McLaren. Du hast nur ein Drehzahlmesser, du hast nichts. Du hast Touren, du hast alles, aber du hast keine Geschwindigkeit. Ja, ich hab keine Chance, Alter. Ja. Motto des. Der Ronda, jetzt weiß ich, was ich meinte. Motto ey, der komm, ist, und ich hab schon Rand echt. Oben, jagt den G, jagt den G. Also, meine Reifen sind jetzt total platt rechts. Ja. Ich hab noch 3 Runden. Also, rechts hinten habe ich nach 3 Runden die Hälfte. Nach 3 Runden sind schon platt. Nach 3 Runden die Hälfte. Medium, ich ne? Ich krieg Windschatten. Oh, ja. Aber bei mir ist auch 360, 370, 380 Ende. Race ich hier oben. 390. Ich gehe mit 390 in eine Kurve und komme raus. Warte. Ich komme mit 377 wieder raus. Ranti geht dir volles Risiko, der kürzt alles ab, was er abkürzen kann. Ja, der hat dreht. Ich über die Strecke fahren, aber das hat nicht erlaubt. Einfach Donuts gemacht. Also ich habe nochmal persönliche Bestzeit, hallo, aber nur noch auf 2. Mach doch wenigstens eine offene Runde. Ich fahre mit dem Straßenauto. Ich fahre mit dem GTR. Der ist doch offen. Ja, dann bist du doch nur im Weg. Nein, ich schwöre. Ich fahre mit meinem GTR 414, 415. G-Power, ich komme außen. Oh. Ich bleib genau da, wo ich bin. Perfekt, danke. So, wer ist denn da? Ey, ich fahr mit meinem GTR locker
30 km/h schneller als mit dem Auto. Junge, Junge, du zappelst. Hey, Hase, ich komme rechts. Hase zieht in eine Box. Ja. Okay, ich habe keinen Sprit mehr. Ja. Runde 8 auf 1. Okay. Ich aber... Ich wollte ja wissen, wann muss ich rein? Also ich muss in Runde 8 oder 7 rein. Kurz vor Start 7 ist ja die Boxengasse. Also Runde 7 muss ich rein. Wir haben 20 Runden oder ich muss sparen. Nee, also die 10 Runden mit mittleren... Du kannst ja sparen, du hast ja Lachglas gleich noch dazu, ne? Ja, aber wie viele Runden fahren wir? 10 oder 20? 20. Ja. Aber also, tricky, ne? wenn ich Lachglas mache, dann kriege ich die 10 Runden voll, oder was? Kommt ja, dann kannst du halt schon ein bisschen magerer fahren, denke ich. Ja? So, macht offen, ich nehme mein GTR. Komm, macht offen. Ich nehme mein GTR. Ich mach den jetzt noch mal ein bisschen schneller. Ich kann sonst nichts hier hinten machen. Lass mich mein GTR wenigstens nehmen. Weil der komplett im Begrenzer hängt und das ist halt das Problem. Alle kommen hier, super Mercedes, sauber Mercedes, sehe Mirko, da, hin, her. Alter, kann mal bitte einer ganz kurz rausgehen und zugucken, wie schnell ich bin, damit ich weiß, welche Geschwindigkeit ich habe. Warte. Das wäre total nett. Zuschauen? Wem soll ich zuschauen? Stingman, ne? Stingman, ja. Okay. Warte, Anzeige. Alles anzeigen. Also, ne, alles anzeigen zeigt dir mir selbst deine Geschwindigkeit nicht. Hä? Aber da muss die Kamera umstellen. Ja, vor allem du musst rausgehen. Dass das Rote mich als Kreis drücken. Hell? Hä? Hell? Wie rausgehen? Wenn du reingehst, alles einwählen, dann hast du unten einen roten Balken. Und da musst du einmal Kreis drücken, dass du dann auch die MFA hast. 420 ohne Lachgas. Ja, kein Wunder, dass du so viel. Da musst du auch zweimal tanken. So. Genau. Nee, jetzt alles nicht. Klar. Ich gehe jetzt davon aus, weil ich werde immer schneller. Ach so, ja, dann von 420 reicht ja für mich nicht, ne? Ich komme hier mit 380, Alter. Ey, die sind alle 380, weißt du, gehen alle, weil ich gehe jetzt auch mit 390, 395 die Kurve rein und komme mit 380 raus. Ja, aber das Auto, genau. Ja, aber ich kann ja nichts für. Normalerweise, ich werde überrundet. Ich bin mit dem Auto gefahren, war auf Platz 3 und werde überrundet von Randamplan. Der geht mit 450 in Nichts gegen Ranti. Maximale Demütigung. Nichts gegen Ranti. Ich verteidige Ranti. Ja, aber Ranti, ja, ohne Scheiß, war das so? Ja. Ich bin Rantis größter Fan. Aber ich muss dir keine Sorgen machen. Der kann auch über sich selber lachen, das ist das Schöne bei ihm. Also ich kenne keinen wie Ranta, der dieses und ich bin noch nicht Rennen mit dem Klassiker das heißt, gefahren hat. Auch Sprit spare. Ne. Also von daher, mach mal das Ding offen, Alter. Sprit. Lass mich mal mit meinem GTR fahren. Komm. Nein, du kannst es noch 20 Mal sagen, vergiss es. Mann! So, wir fahren alle Gruppe 1 und du auch du, Brutus. Vor allen Dingen, wie sagt man schon, dein Geburtstag ist auch übrigens vorbei. Genau, eben. Mann, so, ich... So, Jungs, wenn die Erwachsenen nicht unterhalten, sind die Kinder still. Richtig! Micha könnte mein Vater sein und ich bin schon uralt. Nee. Wie viele Leute sind wir jetzt hier in der Lobby? Keine Ahnung, zähl nach. Neun sind gefahren bis jetzt. Also 8 sind aktiv im Rennen. Okay, so. Wer ist der Jüngste? Jetzt bitte nicht ich, Alter. Bitte nicht. Du mit Sicherheit. Ernsthaft? Du, G-Power mit Sicherheit. Wollen wir es mal auf weich versuchen? Oder hatte ich schon weich? Weiß ich gar nicht. Nein, sagt mal alle euer Alter. Wer ist einer jünger als 30? Nein. Also ich bin 47. Ja. Ich bin älter als 47. Ist jemand jünger als 35? Nein. Nein? Nein. Ja.
Sag her. Nochmal, ich, Stingman ist, oh Alter, du sagst Slick, dass ich loslasse, das wackelt nur, Alter, Scheiße. Irgendjemand hat gesagt, der ist 34 hier gerade. G-Power, aber Leute, G-Power, die Party, der Discord-Server heißt Männerrunde. Männer fangen ja erst ab 40 an. Ja, und nicht Kindergarten, aber du bist geduldet. Ja. Boah. Aber geil. Leute, bevor du startest, ich muss mal noch Hase, ich geh in die Toilette, gell? Nein, geil, ehrlich, das feier ich. So. Hast du gehört, Race? Ich geh mal kurz auf Toilette noch, Mann. Warte, ich höre dich nicht, meine Mutter ist so laut. Ich geh kurz runter, wo sie wechseln. Weil dein Alter, sorry, warte, aber die muss nicht mehr. Ich muss mal eben den, so. Jetzt wiederhol nochmal, Andi. Toilette. Ich geh kurz auf Toilette. Ich geh pissen, Mann. Ah, du gehst pissen, dann sag das doch. Mach's doch nicht so kompliziert, Mensch. Andi muss die Unterhose wechseln. Und wenn du mich schon wieder, ne? Frische Unterhose, ne? So, jetzt mach ich noch, meinen Scheibenwischer an, dann werde ich noch schneller. Yes.